Hallo zusammen, heute sind wir wieder im Katalog hier 2023 und es geht um die Seite 30, Energieverbrauch von Kühlschränken. Prinzipiell gibt es ja 5 verschiedene Kühlschranksysteme oder Kühlsysteme und das energieeffizienteste ist der Kompressorkühlschrank oder das Kompressorkühlsystem. Wir haben auch noch das Absorberkühlsystem, ist sehr verbreitet in Wohnmobilen. Das läuft mit Gas und Gas haben wir halt sehr eine hohe Energiedichte und durch das können wir damit Gas vernünftig kühlen. Aber in Vans und elektrisch ganz klar ein Kompressorkühlschrank und da haben wir meistens einen Danfoss-Kompressor drin, wir sowieso, aber auch Mitbewerber fahren heute mit dem Danfoss BD35 Kompressor oder einem chinesischen Nachbau. Ich kenne jetzt 8 Hersteller, die diesen Danfoss Kompressor vom Prinzip her nachbauen. Vom Energieverbrauch her, da gibt es ja Kräuter und Rüben und weiß nicht was, querfeldein. Da gab es früher die Energielabel A bis E, nur die Geräte wurden dann immer besser und dann gab es plötzlich A. 2x plus, 3x plus, die einen haben sogar mal 4x plus gemacht, weil die Geräte so effektiv waren. Effektiv so, dick isoliert und so weiter, also im Haushaltssektor. Und das kriegen die jetzt nicht mehr hin. Also im Haushaltssektor, die wurden dann vermahnt, das kann nicht sein. Dann ging es dann aber los, dass wir von diesem Energielabel, wo dann alles A++ war und auch die Regeln waren A++, müsst ihr euch vorstellen, wir haben irgendwo bei E angefangen und waren dann alle irgendwo schon bei über A und was anderes durfte man ja gar nicht mehr kaufen. Dann kam neu das Energielabel, da steht dann klar dann A bis G. Und heute ist es eigentlich so, dass man Kühlgeräte, das wurde dann so ausgelegt, dass man Kühlgeräte nicht mit A produzieren kann, B vielleicht, aber die meisten waren jetzt C, E. Gab ein paar G, aber die darf man eigentlich gar nicht mehr verkaufen. Also von dem her ist ein Riesenchaos bei den Energielabeln. Ich war letzte Woche, bei einem Kühlgerätehersteller. Der hat ein neues Werk gebaut, 70 Millionen investiert, also Haushaltskühlgeräte. Und die sind jetzt dran an einem Kühlschrank Energieklasse A. Das technisch ja gar nicht möglich ist, gemäß den Studierten in Brüssel. Aber es ist so. Diese Kühlschränke, früher hatte man eine Energienorm DIN, deutsche Industrienorm, die ist abgelöst worden, das war die Industrienorm 153. Damals hat man genommen einen Kühlschrank, hat den eingepackt mit Ware oder nicht, das spielt nicht so eine Riesenrolle, hat den Kühlschrank hingestellt in der Klimakammer bei plus 25 Grad, und hat den bei 5 Grad laufen lassen. Nach einer Woche hat man den Strom gemessen, hat den runtergerechnet auf die Stunde. Im Schnitt hatte man dann solch einen Stromverbrauch. Diese Energienorm ist abgelöst, weil mit dieser Energienorm erreichen wir diese Labelklassifizierungen nicht. Heute wird dann, also alles legal, werden Paraffin-Packs, die Fleisch darstellen sollten, das ist alles genormt, reingepackt, der Kühlschrank wird verdrahtet und dann kühlt ja ein Kühlschrank runter, da braucht er Strom, wenn er die Temperatur erreicht, geht die Kühlmaschine aus, dann geht es wieder hoch, da braucht er keinen Strom in dieser Zeit, dann geht er wieder runter. Also wenn ich jetzt die Phase rechne, wo er runterkühlt, brauche ich ja 100% Strom, was die Kühlmaschine braucht. Wenn ich die Phase rechne, die ja keinen Strom braucht, dann braucht er theoretisch ja gar keinen Strom.
Jetzt nehme ich diesen Sägezahn, jetzt fange ich unten heran, wo es natürlich zuerst hoch geht und dann runterkühlen. Dann bin ich beides mal unten, dann habe ich einen Durchschnitt. Fange ich aber, fahre ich wieder hoch, brauche ich ja dann weniger Strom. Ist alles legal, ist alles in dieser Norm, das wird auch heute dann ausgerechnet und berechnet. Also für einen Endkunden, der ein Haushaltsgerät kauft, wir sind hier im gleichen Sektor, Kühlschrank ist Kühlschrank, nicht ganz, kann den Stromverbrauch nicht nachvollziehen. Und wenn ich dann beim renommierten Hersteller frage, und wie habt ihr denn, kommt ihr auf den Stromverbrauch? Ja, sie können das nicht messen. Früher konnte ich sagen, ich habe in meiner Wohnung 25 Grad, ich lasse den Kühlschrank laufen auf 5 Grad, dann muss der Stromverbrauch etwas stimmen. Dann kommt es auch dazu, wenn ich diese Paraffin-Packs nehme und die natürlich runterkühle, in der Phase brauche ich Strom, beim Erwärmen brauche ich weniger Strom. Also trau keinem Label, was du nicht selber gefälscht hast. Und wir haben jetzt gesagt, wir haben keine Energielabel mehr, fertig lustig. Diese Label, erstens kosten sie Schweinegeld, man braucht eine zertifizierte Klimakammer. Also in der Fabrik, wo ich war, die haben jetzt 12 Klimakammern. Und jede Klimakammer kostet im sechsstelligen Bereich. Also weit über 100.000 Schweizer Euro. Ja, muss man zuerst mal amortisieren. Aus diesem Grund testen wir immer noch, wie alt. Und wir haben auch die Mitbewerber, testen wir alt. Ich stelle das Ding in die Klimakammer. Wir haben hier den Stromverbrauch bei diesem Kühlschrank bei 5 Grad innen, 25 Grad außen oder bei 32 Grad außen. Das kommt ja im Sommer auch mal hin. Da brauche ich dann 16 Watt oder 390 Watt in 24 Stunden oder pro Tag. Kommt aufs Gleiche raus. Aber wichtig ist, nicht nur der Kühlschrank, sondern alles, was drumherum ist. Da fangen wir mal an mit der Zuleitung. Zu Hause habe ich 240 Volt. Hier im Wohnmobil oder im Boot oder in der Alphütte, da habe ich ja nur 12 Volt, meistens. Gibt auch 24, aber bleiben wir bei 12 Volt. Zu Hause 240 Volt, im Boot 12 Volt. Das sind 20 mal mehr Spannung zu Hause. Für die gleiche Leistung brauche ich aber 20 mal mehr Strom bei 12 Volt. Das heißt, ich schicke 20 mal mehr Strom durchs Kabel durch. Also brauche ich 20 mal dickere Kabel. Wenn ich 1 Volt Spannungsabfall habe bei 12 Volt, dann sind das fast 10%. Bei 230 Volt oder 240 Volt, 1% ist 0,5%. Also 0,05%. Also nicht erwähnenswert. Aber beim 12 Volt habe ich diesen Spannungsabfall. Das Spannungsabfall ist das Hauptproblem, wenn ein Kühlschrank auch nicht funktioniert, weil er schaltet dann aus. Dann hat er meistens einen 1 oder 2 Volt Spannungsabfall. Man kann den messen, mache ich euch, habe ich sicher schon ein Video gemacht, verlinke ich euch in der Endcap. Und wenn ich 10% Spannungsverlust habe, dann brauche ich diesen Strom auf der Leitung. Der wird effektiv verheizt. Nicht der Kühlschrank, sondern die Leitung. Und das muss berücksichtigt werden. Dann immer wieder sehe ich so einen Kühlschrank hier, toll, wunderbar, aber der Kühlschrank wird eingebaut, schauen wir nachher ein Muster an, eingebaut, Obenbrett, Untenbrett, Linksbrett, Hintenbrett. Da hinten wird 70 Grad warm, dann schaltet der Kompressor aus, da kühlt er nicht mehr, dann ist der Kühlschrank schon. Wenn hier hinten 70 Grad sind, jetzt müsst ihr den Kühlschrank euch von der Seite herstellen. Hier hinten habe ich eine Isolation und die Wärme, die hier hinten sitzt,
die drückt es dann in den Kühlschrank rein. Durch das haben wir kein Perpetuum mobile, sondern eine Kreislaufwirtschaft. Die Wärme wird nach draußen geschoben, ist hier hinten und geht direkt in den Kühlschrank wieder rein. Und das braucht natürlich Strom. Also wichtig ist, hier hinten das Kühlaggregat muss gut belüftet sein. Der Wärmetauscher hier, der muss sauber sein. Den müsste man auch mal so alle 2 Jahre, je nachdem, was ihr für Teppich habt, Hunde habt, Katzen habt, je nachdem. Die Haare werden angesaugt, es fliegen Blätter rum, es fliegt Blütenstaub rum. Das wird hier angesaugt und das verhindert dann auch die Wärmeabgabe. Bei diesem Kühlschrank habe ich kein Eisfach. Ich habe nur einen Kühlschrank. Ein Eisfach geht ja tiefer, durch das muss die Kühlmaschine auch mehr arbeiten. Und wenn ich Leute sehe, die da ein Eisfach hier haben und nichts drin und nie was drin, weil sie kein Tiefkühlprodukte, also das ist nur ein Eisfach, ein anderes Thema, die brauchen das nicht. Also warum haben sie ein Eisfach, was sie nie brauchen? Macht keinen Sinn, braucht nur Strom. Ja, wir sind hier in einem Knaus Wohnmobil, aber der Knaus Wohnmobil hat keinen Kühlschrank. Und zwar sehen wir jetzt die Belüftung hier in diesem Kühlschrank an. Wird ein bisschen eng hier. Was wir jetzt gemacht haben, ist hier hinten ein Loch, dass es hier die Luft ansaugen kann, weil hier unten ist zwar ein Loch, aber das geht nirgends hin. Das ist blind. Und oben haben wir dann so ein Lüftungsloch. Das heißt, die Luft kann unten nirgends zu, nur oben. Das heißt, wenn oben die Luft nicht nach unten kommt, was sie eigentlich nicht macht, haben wir hier drin eine sehr schlechte Belüftung. Also das heißt, hier hinten das Gitter, wir haben es hinten vorher gesehen, dass die Luft hier angesaugt werden kann und dann die Luft nach oben weggeht. Hier kommt jetzt auch ein Kühlschrank rein, ein 66F ohne Eisfach. In diesem Wohnmobil drin war dieser Kühlschrank. Ihr habt vorher gesehen, die Luft kann hier nicht zirkulieren, die kann hier nicht weg. Wir sehen auch hier hat sich Dreck angesaugt. Man muss den Kühlschrank ausbauen, um den zu putzen. Das Wohnmobil ist jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt, ohne Gewehr. Dann kommt dazu, wir haben Lamellenkühler. Dieser Lamellenkühler hat viel mehr Oberfläche als dieser Drahtrohrverflüssiger. Unser Lüfter hat 120 x 120 mm. Dieser hat nur 90 x 90. Durch das ist auch die Luftleistung wesentlich kleiner. Also Kühlschrank, große Wärmetauscher, keine Eisfächer und gut belüftet, auch wenn er dann eingebaut ist, nicht nur freistehend. Das senkt den Stromverbrauch. Aber was diese Energienormen, die sind ja dann ohne Ware runterzukühlen. Also das heißt, wenn ich hier ankomme, ich habe beispielsweise ein Boot, ich habe so einen Kühlschrank drin, ich gehe einkaufen, pack meine Getränke hinten in den Kofferraum rein. Also ich war ja schon morgens einkaufen. Da steht das Auto den ganzen Freitagnachmittag an der prallen Sonne. Die Getränke haben 30 oder noch mehr Grad. Ich komme aufs Boot, Freitagabend, pack meine Getränke hier rein mit 30 Grad. Nach 5 Minuten sind die noch nicht kalt. Ja, das ist Kühlschrank schon. Wenn ich 1 Liter Wasser, 1 Liter Bier oder O-Saft oder was es gibt, runterkühlen will, dann brauche ich keine Kälte, sondern ich brauche weniger Wärme. Das heißt, im Liter Wasser, ich nehme hier so eine Flasche Coca-Cola, die ist leer, die hat ein bisschen mehr als 1 Liter, aber der Liter Wasser, der kommt mit 30 Grad hier in den Kühlschrank rein.
Wenn ich den von 30 Grad auf 5 Grad Trinktemperatur oder Kühlschranktemperatur runterkühlen will, dann brauche ich pro Kilo Wasser oder pro Liter, ist fast gleich viel, 1,163 Watt pro Kelvin. Das heißt, Kelvin ist gleich Grad Celsius. 25 Grad will ich runterkühlen, mal 1,163, das sind dann Handgelenk mal Pi, etwa 30 Watt, die ich an Kälteleistung brauche, um hier drin den Kühlschrank zu kühlen. Jetzt, wenn ich eine Leistungsreserve habe, ich habe also hier 70 Watt Spitzenleistung, das ist, wenn der Kühlschrank läuft, und ich brauche 10 Watt, um den Kühlschrank kalt zu behalten, da habe ich 50 Watt über. Theoretisch kann ich dann diesen Liter Wasser in einer guten Stunde runterkühlen. Das ist Theorie. Geht nicht auf. Weil hier habe ich eine Kunststoffflasche, die isoliert. Auch eine Glasflasche isoliert. Ihr kennt vielleicht, beste wären Aluminiumdosen, die sind verboten oder nicht erwünscht. Und da hätte ich einen guten Wärmeausfall aus der Dose. Also das heißt, wenn ihr Ware runterkühlen wollt, braucht ihr zusätzlich Energie zum Kühlschrank. Nur zum Abzukühlen. Ja, das sind die Hauptargumente, warum ich Strom brauche beim Kühlschrank. Wie ich dann den Strom zur Verfügung stelle, hat eigentlich nichts mit dem Energieverbrauch zu tun, sondern das ist einfach reine Physik, die kann man nicht ändern. Es gibt drei Sachen, die man im Leben nicht ändern kann. Das ist Physik, die Geschichte und böse Frauen. Ja, hier verlinke ich euch das Video über den Spannungsabfall. Hier ein zweites, weil da gibt es sehr viele Ingenieure, die das wirklich drauf haben, und ich wünsche euch einen schönen Tag.